17. April 1961. USA-Söldner überfielen die junge kubanische Republik. Heldenmütig verteidigten die tapferen Kubaner ihr Vaterland. Viele wurden schwer verletzt oder getötet. Brüderlich halfen sozialistische Länder, die Kranke und schwer Verwundete in ihren Krankenhäusern und Sanatorien behandelten. Bleiben Sie ruhig, ich komme gleich zurück. Hm? Na? Tut's noch weh? Bitte. Geben Sie ihm die Spritze. Gut. Schwester, bleiben Sie hier, bis wir ihn zur Operation abholen, ja?
¿Cómo tú te llamas? Yo, Carlos. ¿Tú? Ich, Bärbel. 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 Mhm. Ist es denn schon so weit? Ja, ja, unten ist alles fertig. Na, es ist bis jetzt ganz ruhig gewesen. Schön. Hallo Bärbel, hast du bald Feierabend? Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Kommst du heute mit ins Kino? Nein, ich habe keine Lust. Na dann, tschüss. Wie steht's denn mit ihm? Ah, ist ziemlich kritisch. Er ist schwer verwundet. Du, stimmt es, dass er aus Lateinamerika kommt? Hm, ist Kubaner. Mhm.